bald gibt es auch was zurück an die Community. Ja, ich werde vielleicht bald ein Special haben, Freunde. Für alle, die mir auf Instagram folgen, da wird es vielleicht eine Belohnung geben. Wer weiß. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer ganz schwierigen Zeit für mich momentan. Nachdem ich eine Woche im Urlaub war, hat sich der YouTube-Algorithmus gedacht, stellen wir dem Maximilian nochmal ein Bein, schrauben wir ihn komplett in seinen Reichweiten runter, zeigen wir ihn niemanden mehr an. Auch die, die die Glocke abonniert haben, sollen keine Nachrichten mehr bekommen, Freunde. Wir nehmen diese Challenge natürlich an und bauen uns das wieder auf. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr zukünftig immer abcheckt, ob Videos kommen und natürlich auch die Glocke aktiviert. Freunde, heute ein Video, meine Grails. Ich weiß noch nicht genau, wie viele es werden. Ich nehme das Ganze relativ spontan auf. Und da will ich gerne sprechen, was meine materiellen Ziele sind. Wobei ich sagen muss, die materiellen Wünsche, die werden immer weniger und weniger. Je mehr Geld ich verdiene, desto unwichtiger sind mir materielle Dinge. Keine Ahnung, was da los ist. Sollte normalerweise umgekehrt sein, aber wie auch immer, Freunde. Natürlich ist es aber auch wichtig, sich Ziele zu stecken. Und dementsprechend habe ich für mich eine Zielliste. Ich habe zwei Ziellisten, die Ziele für 2021 und dann noch persönliche, charakterliche Ziele, die mich vorantreiben sollen, um überhaupt dorthin zu kommen, was meine unternehmerischen Ziele sind. Ich werde jetzt nicht unbedingt alle veröffentlichen. Wer die Vlogs kennt, kennt die persönlichen Ziele. Was die unternehmerischen Ziele sind, da werde ich nur zum Teil heute drauf eingehen. Denn diese ganzen finanziellen Dinge sind nur ein Nebeneffekt von Zielen, die man verwirklicht. Und deswegen mein Grail bzw. das Hauptziel, was mir am wichtigsten ist, den Wachstum mit MEM weiter zu halten. Wir haben vor kurzem die Abrechnung gemacht vom Jahr 2020 und man sieht bei den ersten zwei Kollektionen, wir konnten ja nur drei machen aufgrund von Corona, und man sieht in diesem Jahr von Kollektion zu Kollektion, von der ersten auf die zweiten, fast auf 100 Euro oder 200 Euro genau eine Verdoppelung. Und jetzt mit dem Renturen-Drop, auch dem Black Friday-Drop, haben wir uns nicht nur verdoppelt, sondern fast schon verdreifacht, und das ist natürlich unfassbar. Mit diesem Erfolg möchte ich weitermachen. Aktuell ist es bei mir so, dass ich den Großteil meiner Zeit in die Marke verwende, da jeden Tag arbeite, jeden Tag connected bin, jeden Tag versucht, das Ganze voranzutreiben. Das ist mein Hauptgoal, mein Hauptfokus, und das ist auch mein Ziel, das MEM mit dem Jahr 2021 in den Top 3 der Streetstyle-Marken im Dachraum, was die Verkaufszahlen angeht, mitspielt. Dieses Ziel bin ich mir ziemlich sicher, dass das erreicht wird. Alleine wenn wir dieses Wachstum halten, ist es mit Ende des Jahres soweit. Also seid auf alle Fälle gespannt. Art Destructeur wird die neue Kollektion heißen. Kommt dann im März. Ich freue mich schon immens drauf, Freunde. Ich will jetzt gar nicht lange über die Kollektion schwafeln, sondern es geht natürlich um meine Grails für das Jahr 2021. Auf Platz 1 ist natürlich, ich spreche schon lange darüber, der Porsche. Porsche 911 Cabrio war schon immer ein Traumauto von mir. Ich würde mir dieses Auto nehmen, zusätzlich zu meinem BMW, weil mein BMW, wer die Vlog schaut, weiß, mein BMW ist mein Baby. Würde das als Sommerauto verwenden und dann im Winter einwintern und nur mit dem BMW fahren. Und im Sommer hätte ich dann eben zwei Autos. Eins für Langstrecken, den BMW, und für kurze Strecken, wo man kurz ein bisschen Spritzturn machen möchte. Oder am Ring im ersten fahren. Wie auch immer, Freunde, wäre der 911er ganz nice. Ist natürlich ein sehr teures Auto. So wie ich mir das vorstelle, kostet das im Neupreis 180.000 Euro. Für welche Form der Finanzierung ich mich entscheide, muss ich für mich selbst noch ausloten. Wann ich das Auto überhaupt nehmen möchte, muss ich auch noch ausloten. Ich sage ganz ehrlich, je mehr ich verdiene, desto geiziger werde ich auch, was Luxusgegenstände angeht. Also muss man sich ansehen. Und 180.000 Euro auf einmal an Kapital für ein Auto auszugeben, das nach einmal den Boden berühren 20% des Wertes verliert und dann von Kilometer zu Kilometer den Wert verliert, ist Geld verpulvert. Das ist auf keinen Fall sinnvoll angelegtes Geld. Da gibt es andere Methoden, die man verwenden kann, um das Auto dann auch besser von der Steuer absetzen zu können. Wenn du das kaufst, kannst du es bis 30.000 Euro versteuern. Aber Freunde, das sind jetzt Details, mit denen ich mich natürlich auch mit meinen Investitionstätigen, ihr wisst, ich interessiere mich sehr für das Thema. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Also Porsche 911er Cabrio auf Platz 1 der Grails. Platz 2 ist dann schon eine Immobilie. Wobei es intelligenter wäre, zuerst eine Immobilie zu kaufen. Ich würde mir sehr gerne 1 bis 2 bis 3 bis 4, je nachdem, was möglich ist in diesem Jahr, Immobilien kaufen. Natürlich nicht für mich zum selbst drinnen wohnen, sondern zur Wertvermehrung, um Mieter da hineinzusetzen, die dann durch die Fremdfinanzierung von 80% meinen Kredit abbezahlen. Und so möchte ich natürlich auch mir Vermögenswerte schaffen. Das ist Platz Nummer 2 meiner Grails. Platz Nummer 3.
ist dann eigentlich, ihr wisst, Freunde, ich habe mir vor kurzem mein absolutes Grail erfüllt, die AP Kasparov, und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich dann die Rolex GMT Master noch dazu genommen. Das konnte ich durch den großen Erfolg der letzten Kollektion. Sind natürlich sehr, sehr schöne Uhren. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt notwendig ist, mir noch eine zu holen, aber komischerweise gefällt mir die Richard Mille immer besser. Das Tragerisiko ist natürlich immens, wenn man sich das Beispiel von Justin ansieht, und eine Uhr kann auch sehr schnell verloren gehen, wie man sie am Beispiel von Ashraf sieht und an meinem Beispiel, nur dass es bei mir Dummheit war und bei ihm, ja, er war halt, hat halt Pech gehabt. Also von dem her muss man dann schon mal überlegen, ob das eine intelligente Investition ist. Was auf jeden Fall noch eine intelligente Investition ist, sind Bitcoins. Ihr wisst, Freunde, ich hatte einige Bitcoins, die Hälfte davon ist mir verloren gegangen, weil ich in Companies investiert habe, die sich als Exit-Scam herausgestellt haben. Da habe ich die Hälfte meines Bitcoin-Vermögens verloren. Jetzt ist der Bitcoin natürlich sehr hoch, so hoch, dass man sich richtig in den Arsch beißt. Aber ich würde gerne auf den aktuellen Stand zurückkommen, und das werde ich machen durch eigenes Trading. Weil durch mein eigenes Trading habe ich tatsächlich das meiste Geld im Bitcoin-Bereich gemacht. Das sind meine Grails. Ja? Also ein Porsche 911, vielleicht, also mehrere Immobilien, eine Uhr. Oder zwei. Mal schauen. Schmuck, Freunde, ich bin schon ewig am Überlegen, ob ich mir nicht irgendein nices, ja, eine Kette oder einen Armreif machen lasse. I don't know. Ich suche da noch nach Inspirationen. Einfach nur so ein Ring rundherum finde ich langweilig. Sondern irgendein interessantes Ding, vielleicht auch aus dem Schneiderbereich, also Modebereich, dass man umfunktioniert zu einem Armreif. Also wenn ihr da Inputs und Ideen habt, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da in die Richtung habe ich natürlich noch überlegt. Aber wie gesagt, so materielle Dinge wären mir weniger und weniger wichtig. Weiß nicht, warum die Entwicklung so ist. Mein Hauptfokus liegt darauf, meine Marke weiterhin auszubauen. Und der Welt da draußen zu beweisen, dass wir die absolut beste Qualität machen und da niemand mithalten kann. Klar sind wir teurer, aber kann man mit nichts vergleichen, Leute. Gut, das sind meine Grails. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was eure Grails sind. Und nicht vergessen, Freunde, schreibt euch Ziellisten. Ich habe eine Zielliste mit einzelnen charakterlichen und persönlichen Punkten, und die visualisiere ich jeden Tag. Das heißt, ich lese sie vor und stelle mir vor, ich hätte es schon. Ich will jetzt nicht ganz lang unternehmerisch ausschweifen. Auf meinem Vlogging-Kanal versuche ich euch immer wieder Tipps und Inputs mitzugeben. Nicht, weil ich jetzt Karl S. bin, sondern habe ja nichts davon, außer die Freude, euch das mitzuteilen. Aber schaut auf alle Fälle vorbei, unten in der Infobox verlinkt. Freunde, wenn euch das Video gut gefallen hat, wenn ihr euch mit meinen Zielen relaten könnt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und bald gibt es auch was zurück an die Community. Ja, ich werde vielleicht bald ein Special haben, Freunde. Für alle, die mir auf Instagram folgen, da wird es vielleicht eine Belohnung geben. Wer weiß, Freunde, Zukunftsmusik. Das war's von mir, euer Maximilian.